Hallo und mein Name ist Rumi, willkommen hier zu Watershed, ein neues Indie-Horror-Game. A Haunted Piece One Summer Jam 2021 Game. In the middle of a flooded town, a rescue worker hears cries of help from a house. Ja, also von einer gefluteten Stadt. Ein Arbeiter. Hier, cries, hier, heul, ne? Ja, von einem verlorenen Haus. So, let's go. New Game. Achso, es geht schon los direkt. Instant. Es ist, wie es schon im Namen stand, PS1-Look. Komplett. Okay. Und das könnte wirklich mal ein guter PS1-Look sein. Nicht dieses, ich klatsch mal einen Pixelfilter auf die Games drauf, sondern das sieht halt wirklich gut. Alter, halt die Fresse. Das sieht halt wirklich gut aus, finde ich. Okay, wir müssen anscheinend, hier ist eine geflutete Stadt. Vielleicht Tsunami oder so, keine Ahnung, aber ich finde es sieht ganz cool aus. Wirklich so PS1-mäßig, erinnert mich so wirklich an. Genau, alte Zeit. Wir tun mal die Border removen. Ich spiele circa 10 Minuten. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe auch mega Bock drauf. Das sieht cool aus. Gut, es sieht okay, es sieht schon danach aus, dass jetzt sieht man es wieder ein bisschen. So, den Pixelfehler, den sieht man schon hier, finde ich extrem. Aber ist okay, ist okay. Sieht ein bisschen VHS-mäßig aus, wenn man so diesen Filter hat. Wenn man ganz nach hier hingeht, sieht man diese gleichen Pixel. Wow. Na, ist doch gut. Ja, hallo? Ist da jemand? Wenigstens geht der. Also, das nenne ich mal Flat Screen. Man denkt. Achso. Okay. Okay, also man sieht, es ist ein Röhrenfernseher, weil es ist wirklich der krasseste Flachbild-Röhrenfernseher, den ich kenne. Gut, let's go. Das bewegt sich. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist er. Oh mein Gott. Cool, okay. Das ist wirklich so PS1-mäßig, aber so. Ich meine auch die Grafik und so. Gut, ich weiß nicht, ob PS1 jetzt so 2D-Dinger hat. Eigentlich hatten die schon 3D-Dinger. Okay. Was sagt mir diese Announcement? Ah, das sind so Fakten. Krass. Okay, ich weiß nicht, was 12 Inches sind. Aber durch Wasserfahren ist natürlich gefährlich, weil es braucht 12 Inches, bis er geflutet wird. Ich brauche einen Schlüssel. Da ist, aber die Kerze ist wenigstens an. Das ist ja schon mal etwas, ne? Das ist ja schon mal etwas, dass die Kerzen noch an sind. Das ist halt so ein Zeichen, dass es jetzt nicht so gefährlich ist. Ach, hier ist Wasser. Okay, oh, hier sieht man ja gar nichts. Okay, okay, okay. Ich muss, das Problem ist, ich muss schauen, dass ich jetzt nicht ertrinke. Jetzt wird's problematisch. Okay. Ja, das wird lustig. Okay, ich muss wahrscheinlich dahin und ich muss. Boah. Kann ich nicht hochschwimmen? Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden. Dann, ich habe nämlich gedacht, ich könnte vielleicht hier weiter, aber hier ist anscheinend gar nichts. Oh, oh mein Gott. Okay, das wird jetzt problematisch. Puh. Ich bin so gut. Okay. Ich bin professioneller Schwimmer. Hallo? Hab ich da jetzt nicht. Sieht so aus. War hier nicht die Tür? Ah ja, okay. Ich höre mir mal die. Also, ich glaube, der ist tot, ne? Da ist halt so ein so ein Fernseher, so komplett Kopf und so, komplett Matsch, so. Also, da geht nichts mehr. Also, wenn wir jetzt.
Da lebst du noch? Wie kannst du denn noch leben? Respekt, man. Aber ich mach da jetzt mal nichts. Du bist ein bisschen creepy. Ich brauche einen Schlüssel. Gar kein Problem. Hol ich. Da ist so. Ah. Okay. Was gibt's? Okay, alles klar. Oh, kann ich hier drüber? Ich muss dorthin und mir diese. Die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Ich muss schnell. Ich muss schnell machen. Ich muss schnell machen. Sterbe ich jetzt? Ich werde sterben, ne? Jetzt werde ich nicht überleben, oder? Willst du mich verarschen? Really? Hä? Wo muss ich denn hin? Oh, was ist das denn? Okay, ich muss wieder hoch. Kann ich jetzt runter direkt? Instant? Ja. Das ist irgendeine Statue. Ich habe einen Schlüssel von der Statue geholt. Wo musste ich mit dem Schlüssel nochmal hin? Hier hinten, ne? Breaking Rotten Wood. Ja, gut. Ah. Ich kann halt nicht richtig schwimmen. Das ist ein bisschen... Herein. Ja, bitte. Hallo? Ist da jemand? Oh, ich bin schnell unterwegs. Bin richtig Speedy Gonzales. Gehen wir mal hier. Okay, dann tue ich der Tür mal antworten. Also ich mache die Tür auf. Boah, du Hund. Ernsthaft? Okay, ich glaube, ich muss das ein bisschen anders machen. Ich probiere es nochmal. Ich tue aber kurz, bevor ich fertig bin mit der Tür. Nochmal kurz hochgehen. Zack. Und jetzt. Na gut. Okay, und jetzt? Hallo? Hallo? Und jetzt? Und jetzt? Ah, hier bin ich. Hi. Da war einer, der hat mich geschubst. Der hat so ein richtig... Der hat richtig Kamehameha-Akt gemacht. Okay, jetzt kann ich länger unter Wasser sein, aber da ist ein Kabel. Ne? Elektrizität und Wasser ist jetzt nicht das Beste. Wenn ich jetzt da runterspringe, sterbe ich. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich genau jetzt hier machen muss an dem Teil. Ich bin ein bisschen überfordert. Man sieht halt auch so gefühlt gar nichts, weil die Qualität ist halt, ja. Ist hier irgendwas? Die Musik ist aber ganz cool gemacht, muss ich sagen. Oh, was ist das denn? Ein Stuhl. Ich habe so ein Gefühl, ich werde sterben, weil ich den nicht wieder rausfinde. Read Announcement. Was sagt mir denn das Ganze? Okay, ich gehe jetzt einfach hier runter. Ich springe hier jetzt einfach runter. Ich will gucken. Also, das ist ein krasses Haus. Kann ich hier... bin ich jetzt die ganze Zeit gesprungen? Ich kann eigentlich gar nicht. Ah, doch. Hier ist es. Ich weiß jetzt nicht, was hier ist. Wir haben hier Schreie gehört. Ich mag die Musik. Ich mag die Melodie. Die ist cool. Okay. Ja, das war's auch schon wieder damit, ne? Das ist zum Aufladen von meinem Ding. Na schön. Also wirklich, ich weiß ja nicht, ne? Bin ich immer noch in demselben Haus, wenn ihr WTF. Das ist... Okay.
Hi. Hallo. Muss ich denn irgendwo hin? Ich habe so ein bisschen Überblick verloren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hin muss. Ich laufe jetzt einfach mal diesen Gang entlang. Und trinke dabei einen Kaffee. Das war sehr lecker. Ich bin so... Muss ich denn da überhaupt hin? Bisschen überfordert, ne? Aber es ist halt blau. Oh. Hier sind ganz viele PS1-Dinger. Oh. War das das Ende? Ja, ja, war's. Okay, weil wenn ich hier direkt starte, dann bin ich richtig gegangen, dann war das das Ende. Also man stirbt zum Schluss einer von so einem Viech. Runter, hoch kann ich nicht weiter. Please listen. I don't look at the monitors. What are you looking for? Okay. Boah, guess. Dankeschön. Ich wollte mir gerade selber Gesundheit sagen. Don't look at the monitors. Okay. Bitte hör zu. Ich soll nicht die Monitore anschauen. Ich bin aber gleich tot, ne? Das ist ja bewusst. Ich habe nicht mehr viel Leben. Wow, ernsthaft? Ich bin mehr in die kalte Dunkelheit geschwommen, versinkt. Nichts wartet dort, außer der Tod. Aber es ist zu spät, um es zu stoppen. Die Westernstadt hat nie sowas gesehen seit dem Krieg. Also es war eine Flutung, über 170.000 Leute sind gestorben oder wurden vermisst. Die Frage ist jetzt, ist das wirklich passiert? Wenn ja, wäre es krass, ne? Ja. Keine Ahnung, war das so in der Westernzeit etwas? Keine Ahnung, ich habe wirklich keinen Plan. Aber wenn ja, wäre es schon heftig, so, keine Ahnung, Plan. Ist schon krass. Ja, das Spiel war ganz okay. Das war halt so mal ein PS1-Zug, was ich sagen würde. Cool. Ja, gefällt mir. Hat mir gefallen. So, ich mochte es auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Folgt mir auf Twitter und auf TikTok. Ich mache die richtig krassesten TikTok-Contents, die es gibt. Ja, Green Wine heiße ich dort. Ich mache eigentlich nur so Jumpscares, die ich habe. Lade ich da hoch, so ein bisschen Best-of-mäßig. Also kleine Highlights. Wenn ihr wollt, schaut vorbei. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.